Ortigueira ist eine Küstenstadt mit knapp 6000 Einwohnern in Galicien, in Nordwestspanien. Galicien ist nicht das typische Spanien, das man vor Augen hat, wenn man über Spanien nachdenkt. Es ist eine sehr feuchte, grüne Region mit Wald und einer vielfältigen Natur. Das Klima ähnelt dem von Großbritannien. Etwa 10 Kilometer östlich von Ortigueira liegt Cusadoiro mit nur 99 Einwohnern. In diesem kleinen Dorf wurde Salvador López de Miraos 1979 geboren. 2001 war Salvador 21, lebte immer noch in Cusadoiro und hat nie eine höhere Schule besucht oder einen Beruf erlernt. Nicht, weil er das nicht wollte, sondern weil sein Leben durch eine Krankheit beschattet wurde, um die er sich in seinen jungen Jahren kümmern musste. Mit 18 wurde er mit einer seltenen Form von Krebs diagnostiziert. Und die Erkrankung war so schmerzhaft, dass sein Onkologe ihm eine Morphinpumpe in den Oberkörper implantiert hatte, damit er sich selbst kleine Dosen des opiumhaltigen Schmerzmittels verabreichen konnte, wenn die Schmerzen mal wieder unerträglich wurden. Natürlich spiegelt sich so eine Erkrankung auf den Körper wider. Salvador war untergewichtet, schwach und blass. Er hatte wenig bis keine Energie und sobald er sich irgendwie körperlich betätigte, war er außer Atem. Aber er war kein Mensch von Traurigkeit. Er versuchte, das Beste aus dem Leben zu machen, das ihm gegeben wurde. Er war viel in der schönen Natur Galiciens unterwegs, ging mit Freunden essen oder trinken und liebte es zu angeln. Enrique Dovale Pernas wohnte nur 100 Meter von Salvador entfernt. Er war bekannt in vielen Dörfern und Städten, aber nicht, weil er von vielen gemocht wurde, sondern weil er selbst im Alter von 55 Jahren noch handgreiflich anderen Mitmenschen gegenüber wurde, um sie einzuschüchtern und seinen eigenen Willen durchzusetzen. Seine Opfer waren nicht nur Freunde, sondern sogar seine eigene Familie. Unter Alkohol- und Drogeneinfluss prügelte er sich ständig und terrorisierte sein Umfeld. Seine eigene Mutter musste irgendwann sogar die Stadt verlassen, weil Enrique sie missbrauchte und ihr öfter drohte, sie umzubringen. Salvador war auch eins seiner Opfer. Er beleidigte ihn, machte sich über sein kränkliches Aussehen lustig und versuchte sogar einmal, ihn zu überfahren. Am 23. April 2001 kam Salvador López gegen 21.45 Uhr in eine Kneipe, in der er eine Stunde zuvor etwas getrunken hatte. Doch jetzt sah er mitgenommen aus, als hätte er sich geprügelt. Aber anscheinend hatte der andere mehr abbekommen, denn Salvador wollte, dass ein Krankenwagen gerufen wird. Er erzählte im gleichen Atemzug, dass er angegriffen wurde und sich verteidigen musste. Der Angreifer war allen bekannt. Es war Enrique Dovale. Als die Sanitäter irgendwann ankamen, führte Salvador sie zum Tatort, einem kleinen Gemüsegarten neben einer Landstraße, die zum Haus seiner Eltern führte. Dort lag Enrique mit dem Gesicht nach oben auf dem Boden. Er war nicht ansprechbar und hat stark aus der Nase geblutet. Sofort leisteten die Sanitäter erste Hilfe, aber die Hilfe schien zu spät zu kommen. Enrique hatte keinen Puls. Sie versuchten, ihn wiederzubeleben, aber vergeblich. Enrique wurde noch an Ort und Stelle für tot erklärt. Salvador war sichtlich schockiert und von Anfang an kooperativ und offen den Behörden gegenüber. Er erzählte ihnen, was passiert sei, und wurde daraufhin verhaftet und unter Mordverdacht in U-Haft gesteckt. Salvador wurde befragt und erzählte die Geschichte, die passiert sei. Er sei am Abend am nahegelegenen Fluss Baleo gewesen. Dort habe er geangelt. Als es dunkel wurde, hat Salvador seine Sachen zusammengepackt und sich auf den Rückweg ins Dorf gemacht. Auf dem Heimweg hat er einen Abstecher in der besagten Kneipe gemacht, ein Bier getrunken und mit Einheimischen geredet. Enrique war auch da. Er hat nicht nur ein Bier getrunken, sondern zu viele Biere. Wie so oft. Er wurde immer aggressiv, wenn er so viel trank. So auch an diesem Abend. Enrique fing an, Salvador zu beleidigen und zu belästigen. Salvador wollte ihm aus dem Weg gehen. Aber Enrique machte sich weiter lustig über sein Aussehen und seine Gesundheit. Irgendwann hatte der Kneipenbesitzer genug und sagte zu Enrique, dass er entweder den Mund halten oder gehen soll. Enrique entschied sich für Letzteres. Salvador blieb noch ein bisschen in der Kneipe und machte sich gegen 21.15 Uhr auf den Weg nach Hause. Er ging die Straße entlang, als plötzlich Enrique vor ihm stand und ihn nicht vorbeilassen wollte. Ab hier soll es sehr schnell eskaliert sein. Enrique habe auf Salvador eingeschlagen. Danach habe er ihn von der Straße in einen Anbau gezerrt, wo er weiter auf ihn eingeschlagen hat. Er hörte einfach nicht auf und die Schläge wurden fester und gingen in Richtung Oberkörper. Am Oberkörper hatte Salvador ja seine Morphinpumpe
und er wusste, wenn er einen Schlag darauf bekäme, dass er sterben wird. Denn das Gerät würde das gesamte Morphium, was sich darin befand, auf einmal in seinen Körper pumpen. Eine tödliche Überdosis. Eine von vielen Prügeleien Enriques wurde zu einem Kampf um Leben und Tod. Aus Todesangst schlug Salvador zurück. Auch mit dem Regenschirm, den er dabei hatte. Und erwischte Enrique im Gesicht. Enrique fing an, aus der Nase zu bluten und hörte plötzlich auf, sich zu bewegen. Er wirkte verwirrt und orientierungslos, bevor er wenige Sekunden später zusammenbrach und bewusstlos wurde. Salvador geriet in Panik und rannte zurück in die Kneipe, um Hilfe zu holen. Die Ermittler versuchten Salvadors Aussage zu prüfen, indem sie ihn zum Tatort brachten und aufforderten, die Konfrontation zu rekonstruieren. Währenddessen wurde Enriques Leiche von der Gerichtsmedizin untersucht. Diese fand heraus, dass Enrique durch eine Hirnverletzung gestorben ist. Das Gehirn wurde buchstäblich durch seine Nase zerstochen. Dafür wäre ein dünner, scharfer Gegenstand nötig. Das verwirrte die Ermittler anfangs, denn Salvador hat zu keinem Zeitpunkt eine Waffe erwähnt. Doch dann erinnerten sie sich an einen Gegenstand, den er dabei hatte. Seinen Regenschirm. Dieser wurde von den Ermittlern konfisziert und untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass der Schirm tatsächlich der Gegenstand war, der in die Hirnmasse von Enrique hineingebohrt wurde und ihn dadurch getötet hat. So unwahrscheinlich es auch klingt, Salvador muss in seiner Verzweiflung und Angst aus Versehen die Spitze seines Schirms in die Nase von Enrique gesteckt und starken Druck ausgeübt haben. Auch wenn es offensichtlich Notwehr war, saß Salvador in Untersuchungshaft und es wurde eine Kaution festgelegt, die die Familie nicht bezahlen konnte. Und holte ihn aus dem Gefängnis. Nach einer Woche war er wieder frei. Zumindest bis der Prozess losging. Dieser begann im November 2002, 19 Monate nach dem Tod Enriques. Es wurde eine gründlichere Untersuchung von Enriques Verletzungen gefordert und dieser wurde nachgegangen. Dabei stellte sich heraus, dass der Schirm zweimal durch die Nase ins Gehirn gedrungen sein muss, was die Theorie eines Versehens schmälerte. Auch wurde betont, wie viel Kraft es erfordere, die Verbindung von Nasenkanal und Gehirn zu durchbohren, oder besser gesagt zu durchbrechen. Denn wenn Salvador ihm den Schirm im Gefecht im Stehen in die Nase gedrückt hätte, dann hätte er niemals bis ins Gehirn dringen können. Um das zu bewerkstelligen, hätte Enrique auf dem Boden liegen müssen, damit ein gewisser Widerstand von hinten bestände. Damit stellt die Anklage die Theorie in den Raum, dass Salvador Enrique den Regenschirm mit Gewalt in die Nase gesteckt hat, als er schon bewusstlos am Boden lag. Das wiederum würde bedeuten, dass Salvador sich nicht nur gewehrt hat, sondern aktiv einen tödlichen Angriff verübt hat. Wie Salvador Enrique aber zu Boden gebracht haben soll, der ihm körperlich deutlich überlegen war, konnten sie nicht erklären. Und das war eine große Lücke in der Theorie der Staatsanwaltschaft. Dazu kam, dass alle Zeugen, die vorgeladen wurden, berichteten, was für ein böser Mensch Enrique war. Dass er jeden misshandelt und schikaniert hat, vor allem Salvador. Gleichzeitig sagten die Zeugen aus, dass Salvador ein verantwortungsbewusster und höflicher junger Mann war, der immer versucht hat, jeglicher Gewalt aus dem Weg zu gehen. Beides wurde sogar von der Familie von Enrique bestätigt, die ja auch, wie schon erwähnt, nicht von Enriques aggressivem Verhalten verschont geblieben ist. Die Verteidigung und die Einheimischen des Dorfes sagten auch einstimmig, dass sie, sollte Salvador in diesem Prozess schuldig gesprochen werden, bis zur nächsten Instanz gehen würden. Um ihn notfalls begnadigen zu lassen. Im April 2003 wurde das Urteil dann gesprochen. Salvador Lopez wurde einstimmig für nicht schuldig im Sinne der Anklage wegen des Totschlags an Enrique Dovale gesprochen. Enrique habe Salvador in eine Situation gebracht, in der Salvador nicht in der Lage war einzuschätzen, wie stark die Verletzungen werden, die er anrichtete, als er sich verteidigte. Salvador sagte gegenüber der Presse, dass er in Ruhe gelassen werden möchte und hoffentlich eine Arbeit finde, sollte er den Krebs irgendwann besiegen. Heute ist Salvador Lopez 43 Jahre alt und lebt immer noch in Cusadoiro. Er ist mittlerweile seit fast 20 Jahren krebsfrei. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Eine wirklich interessante Geschichte über einen Menschen, der ein Gravitationsfeld um sich hatte, das nur Schaden anrichtete und dafür am Ende von der gesamten Gemeinde, sogar seiner eigenen Familie an den Pranger gestellt wurde, obwohl er schon tot war.
Salvador wurde lange vom Leben gebeutelt, konnte aber irgendwann ohne Schmerzen leben. Fast möchte man hier einen Spruch wie Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen sagen. Aber am Ende ist eine Person gestorben und diese sollte man nicht für irgendwelche Gleichnisse benutzen. Was denkt ihr zu dem Fall? Findet ihr, dass Salvador eine Strafe hätte bekommen sollen oder findet ihr das Urteil gerecht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann hinterlasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Und aktiviert auch gerne die Glocke, das hilft dem Kanal wirklich extrem weiter. Denn so bekommt das Video kurz nach dem Erscheinen viel Aufmerksamkeit. Und das wiederum trickst den YouTube-Algorithmus aus. Und das Video kann Leuten vorgeschlagen werden, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.